Hallo zusammen, willkommen zurück bei der Demo von The Land of Pain. So, hier, wo auch immer wir gerade hier sind, ne? Ich habe es mal noch ein bisschen leiser gedreht. Ich hoffe, das passt jetzt wieder. Aber das war ja extrem laut beim letzten Mal. Gut, und jetzt werden wir mal versuchen herauszufinden, wo wir hier sind und was wir machen müssen. Ah, da fällt mir ein, ich hatte letztes Mal noch einen Journal-Eintrag. Oder, beziehungsweise Tagebuch-Eintrag. Den lesen wir jetzt mal noch kurz. Ein unbekannter Ort. Was war diese beunruhigende Kugelförmige... Nein, was war dieses beunruhigende kugelförmige Objekt? Es sah aus wie von Gott selbst erschaffen. Sobald ich es berührte, sah ich ein helles weißes Licht und die Welt um mich herum verzerrte und verbog sich. Für einen kurzen Augenblick hatte ich die unbeschreibliche Angst und das Gefühl, meinen Körper zu verlassen. Meine Angst war so stark, dass meine Sinne mich fast verließen. Als ich meine Augen öffnete, befand ich mich in einem Käfig, an einem anderen Ort. Glücklicherweise konnte ich fliehen. Aber was ist wirklich passiert? Wo bin ich? Ich kenne diesen Ort nicht. Ich muss Hilfe suchen und herausfinden, was passiert ist. Ja, dann machen wir das doch mal, ja? Gut. Jetzt laufen wir mal hier lang und gucken mal, wo wir hier hinkommen. Weit weg von diesem Ding da. Boah, unheimlich. Aber wenn du mich fragst, sind wir immer noch hier in dem komischen Wald. Nur nicht mehr ganz so hübsch wie vorher. Oh je, oh je. Ne, war da was? Nee. Ach du Scheibenkleister. Jetzt ist das Spiel gar nicht mehr so schön wie vorhin. Es ist eher beunruhigend. Oh. Ganz schön neblig. Wo muss ich denn hin, Mensch? Kommt da mal irgendwas? Oh Gott. Ja, sehr gute Idee, mitten im Nebel laufen. Bin ich überhaupt noch auf dem Weg? Ich glaube irgendwie nicht. Ne, kein Hinweis. Oh Gott. Wenigstens haben wir unsere Hosen noch an. Immerhin das. Oh. Strommasten. Toll, da blinkt schon wieder irgendwas. Oh Gott, oh Gott. In dem Haus da brennt Licht. Vielleicht kann mir dort jemand helfen. Na dann. Hallo. Hallo. Ich bin nass und mir ist kalt. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Helft mir. Oh Gott, ist das dunkel. Es ist sehr dunkel. Bei der Tür muss ein Schalter sein. Ah ja.
Hä? Was? Verkrustung und Dreck überall. Das Wasser draußen sollte... Was? Das Wasser draußen sollte ich besser nicht trinken. Mensch, ich bin viel zu langsam. Telefon. Es funktioniert nicht. Was? Die heutige Entdeckung ist sensationell. Dieses verschlüsselte Buch scheint Instruktionen zu beinhalten, um die Maschine zu aktivieren. Alles Licht... Nein, Quatsch. Alles vielleicht verständlich, dank der genauen Zeichnung. Seit Jahrzehnten versuchen wir, ihre Funktion herauszufinden. Und nun haben wir die Antwort. Wir sind dabei, das Buch zu übersetzen. Es scheint... Das ist eine furchtbare Schrift. Es scheint von einem entfernten Vorfahren geschrieben worden zu sein. Wir haben das Buch durch Zufall in einem verschlüsselten, verschütteten Raum gefunden. In dem Raum befand sich auch viel Material. Was? Nein. Oh Mann. In dem Raum befanden sich auch viele Metallteile, die scheinbar auf derselben Technologie wie die Maschine basieren. Wie die der Maschine basieren. So, jetzt. Was ist das? Ein merkwürdiges Objekt mit viel Sorgfalt hergestellt. Guck mal, wir tanzen. Yay, juhu. Okay, eine Toilette, die in zwei Teile zerbrochen ist. Uah, okay, ein unerträglicher Gestank. Verschlossen. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu öffnen. So, und jetzt? Huch. Tür? Ah. Okay, ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Manu, was ist das denn? Oh. Kaputte Leiter. Na, dann jetzt wieder raus, oder was? Gucken wir nochmal die Tür. Okay, auch verschlossen. Hier, hier eine Tür? Auch zu. Na toll. Alles zu hier. Ja, ansonsten haben wir alles gecheckt. Haben wir auch schon. Ja, ansonsten gibt es ja nichts. Gut, dann gehen wir nochmal darüber. Gucken wir mal, ob da was ist. Na toll, alles. Hier ist ja echt alles zu. Und jetzt? Ich muss in die obere Etage kommen. Da komme ich durch eine Falltür hinauf. Aber die Leiter ist kaputt. Ich brauche etwas, um da hochzukommen. Aber wo kann ich so etwas finden? Vielleicht auf dem Lagerplatz? Ist wieder zurück, oder was? Auf einem Lagerplatz. Hm. Okay, dann sehen wir uns auch mal hier um. Genauer. Vielleicht in die Richtung. Boah, ich hoffe, das war ich. Okay, hier ist nichts. Außer komisch geformte Felsen.
Licht wäre nicht schlecht. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Können wir mal da hinten gucken. Aber da ist auch nur offenes Feld. Mehr oder weniger. Ja, dann folge ich einfach mal dem Weg. Mal gucken, ob wir irgendwo was finden. Ah, da ist ja noch was. Oh je, sieht auch nicht gerade sehr einladend aus. Ist hier irgendwas? Na gut. Schubkarre. Ah, auch zu. Steine. Nope. Hier ist auch nichts. Was raschelt denn hier die ganze Zeit? Oh. Noch eine Ruine. Hier ist aber auch nichts. Das gibt's doch nicht. Wo kriege ich denn eine Leiter her? Oder irgendwas anderes? Vor allem, ich laufe ja auch gerade immer weiter weg. Soll das so sein oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle war das denn? Oh Gott, scheiße, wenn man neugierig ist, ey. Oh nein, was mache ich denn? Oh Gott. Ey, da würden mich doch keine 10 Pferde hinkriegen. Du Scheiße. Was? Oh Gott, was war das? Ich hoffe, es kommt nicht so schnell wieder. Oh Mann. Ja, was war das denn jetzt? Hä? Grafikfehler oder was? Seltsam. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich will da gar nicht rein, ey. Oh Mann. Okay, ich gucke jetzt einfach mal nach. Okay. Okay. Alles zu, wie erwartet. Ja, und hier war auch nichts, genau, okay. Oh Mann. Auch nichts. Ich bin ein bisschen angespannt. Steine. Oh Gott. Okay, er speichert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Schon wieder komische Geräusche. Oh.
hier irgendwas? Da hinten ist Licht. Oh Mann. Ist das so eine gute Idee, war so weit weg ist, wegzulaufen? Oh Mann. Ein Wasserturm. Oh Gott, ey. Was ist noch bei dem scheiß Wetter? Das. Ich gehe mal gucken. Oh Gott. Okay, ich hab's mir alles überlegt. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will gar nicht wissen, was da hinten gepfiffen hat. Okay, ich hab da schon eine Leiter gesehen, aber ich will trotzdem mal wissen, was das hier alles ist. Kann ich da hoch? Ja, war ja klar. Oh, Licht. Oh Gott. Hier ist viel Blut. Wenn das alles von einer Person ist, ist sie schon lange tot. Es passiert doch bestimmt gleich was. Ich habe Blut gefunden. Ja, das hatten wir schon. Oh Gott. Okay, ich hoffe, wir können jetzt die Leiter wenigstens mitnehmen. Oh Mann, ey. Schreck mir nicht so scheiß Gras. Die Leiter kommt mir gerade recht. Sie ist ziemlich schwer, aber ich kann sie ohne Mühe tragen. Die ist aber auch kaputt. Oh Gott. Oh Gott. Wir kommen noch nie lebend zur Hütte zurück, oder? Ich glaube, ich renne mal ein bisschen. Schon wieder. Was ist das? Ist das ein Tier? Ist das ein Monster? Oder eine Alarmanlage? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht zuordnen. Irgendwie will ich nicht auf den Weg laufen. Ich habe Angst, dass mir da gleich was entgegenkommt. Gott, ob ich die Hütte überhaupt nochmal finde? Boah, ich glaube, ich renne nur noch ein bisschen. Oh Mann. Ist sie das? Nee, ne? Das ist ein Felsen, oder? Ja. Da hinten ist sie ja schon. Gott sei Dank. Wenigstens ist es nicht ganz so dunkel. Jetzt bereue ich gerade, das gesagt zu haben. Boah, schnell Tür zu. Hä? Ah. Oh mein Gott. Ach du Scheiße.
meine, gut. Mein Gott, was ist hier passiert? Was kann einem... Ja, nein, was kann einem Mensch so etwas antun? Das Blut ist noch frisch, aber keine Spur... Keine Spur von Organen und Gewebe. Nur die Knochen sind übrig. Von einer Art Harz zusammengehalten. Boah, ist ja eklig, ey. Von dieser Skulptur bekomme ich Gänsehaut. Eine Abbildung einer widerlichen Kreatur mit Tentakeln. Aha, ich kann mir schon denken, was es ist. Seite. Die Sprache, in der das Buch geschrieben wurde, wurde vorher noch nie dokumentiert. Weder in ihrer Komplexität noch im Schreibstil. Mein Gott. Es scheint keiner Logik zu folgen. Jede Seite wurde anders geschrieben. Die Zeichnungen sind jedoch einfacher zu interpretieren. Interpretieren, mein Gott. Und haben wir uns schon wichtige Details verraten. Die Maschine scheint von Anbeginn der Zeit zu existieren. Geschaffen vom großen Uralten. Uralten. Wenn das stimmt, geht seine Funktion weit über unsere Erwartungen hinaus. Mit dem Wissen, dass uns Auserwählte. Mit dem Wissen, dass uns Auserwählte überliefert wurden. Wurde. Und zusammen mit der Hilfe des Buches werden wir die Geheimnisse der Maschine enthüllen können. Oh nein. Oh nein. Was war das für ein Geräusch? Ich gehe doch da nicht mal runter jetzt. Was? Becher? Was ist ein Becher? Ach, Bücher. Eine Sammlung esoterischer Bücher. Es wird über alte Götter, verbotene Rituale und monströse Kreaturen berichtet. Na? Die Kerzen brennen noch. Alles muss erst vor kurzem passiert sein. Wie du das sagst. Okay, scheiße. Kommen wir nicht raus. Oh, hat noch nicht runterfallen. Oh, Gott sei Dank. Nichts passiert. Oh Gott. Oh. Was zur Hölle? Wo ist er jetzt hingeflogen? Ach, da. Alter, da ist ja eine Höhle. Sehe ich ja jetzt erst. Ach du Scheiße. Und jetzt? Mein Gott, er ist tot. Was kann ihn auf diese Art und Weise getötet haben? Das wüsste ich auch gern. Was? Und seine Haut? Was für eine seltsame Farbe. Ey, mach mal langsam. Ich hab gerade nicht aufgepasst. Verdammt. In seiner Tasche war ein Schlüssel. Ich sollte ihn besser mitnehmen. Geht es nochmal? Ach ja. Ja, das hat man schon. Mein Gott, was können wir auf diese Art und Weise getötet haben? Ja. Sie fühlt sich dick und sehr grob an. Okay. Ja. Tür. Okay. Da passt der Schlüssel nicht. Was? Ich will nicht wie der arme Kerl da enden. Auf gar keinen Fall gehe ich dort hinein. Gute Entscheidung. Okay. Da passt er auch nicht. Kann man die Tür abschließen? Nee. Können nicht abschließen. Verschlossen. Verschlossen. Huch. Ja, wieder runter.
Ich schätze mal, ich muss weiter. Schnell. Schon wieder ein Eintrag. Das alte Haus im Wald. Ich erlebe einen Albtraum. Jemand hat diesen armen Kerl vor meinen Augen getötet und ihn meterweit fortgeschleudert. Ich untersuchte die Leiche und bemerkte die seltsame Hautfarbe. Aber was mich wirklich erschreckte, war das, was ich im Haus sah. Was kann einem Menschen so etwas antun? Überall war Blut und nur die Knochen waren übrig, zusammengehalten von einer Art Harz. Gott, hat gerade irgendwas geraschelt. All das kann nicht real sein. Darüber hinaus fand ich eine Seite eines Tagebuchs. Darin wurde ein altes Buch erwähnt und der Versuch, die Geheimnisse einer alten Maschine zu entdecken. Ich muss mich beeilen und einen sicheren Ort finden, bevor es dunkel wird. Es ist hier nicht sicher. Und nachdem, was ich hier sah, will ich die Nacht nicht wirklich im Wald verbringen. Ja, das glaube ich gern. Oh, scheiße, es ist gerade dunkler geworden. Na toll. Und wo sollen wir jetzt hin? Ach du Scheiße. Ich renne mal lieber. Das kann nicht der richtige Schlüssel. Oh Gott, das ist nicht der richtige Schlüssel. Oh je, je. Oh Mann. Oh, ich bin ganz nervös. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Oh, schnell, lauf, rennen, Igitt, was war das? Oh Gott, bitte pass! Oh Gott, geh doch auf! Nein! Ist zu, alles zu, scheiße. Oh Gott. Oh Mensch, wo war denn dieser Wasser? Oh, Gott sei Dank, nur Raben. Oh. Ich dreh mich nicht um. Ich dreh mich nicht um. Ich renne einfach weiter. Einfach weiter rennen. Einfach weiter rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, diese komischen Geräusche schon wieder. Oh, ja, genau. Sehr schlau. Da, wo das ganze Blut war. Egal, das wenigstens nicht. Ich versuch's trotzdem. Geöffnet war ja klar, dass es da passt. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Oh, fies. The Land of Pain Demo. Danke, dass du die Demo von The Land of Pain gespielt hast. Wenn du wissen willst, was danach passiert, besorge dir die Vollversion bei Steam. Hilf dabei, dieses Spiel bekannt zu machen, indem du Bilder und Videos auf YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram etc. teilst. Vergiss nicht, mir zu folgen, um die letzten Neuigkeiten zu erfahren. Mache ich, werde ich. Also das Spiel werde ich definitiv im Auge behalten und wenn die Vollversion raus ist, spiele ich die auch noch. Aber erstmal bin ich froh, dass jetzt die Demo um ist. Okay, gut. Oh. Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst nochmal ein paar Likes und Kommentare da, wie ihr das Spiel fandet. Na gut, ich mache jetzt aus. Ich habe Herzrasen. Alles klar. Ciao, ciao.